Willst du stillen? Ja. Ja? Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute ist ein Q&A dran, ja, über die Schwangerschaft. Let's go! Die erste Frage, in welcher Woche bist du? Wir sind aktuell in der 13. Woche. Also heute in die 13. Woche reingekommen. Ja. Ja. Du dickes, kleines Baby, du. Oh, pack mal auf. Zur zweiten Frage, zeigt ihr euer Kind? Nein, also ich werde mein Kind nicht zeigen, bis es selbst bestimmen kann, ob es im Social Media gesehen werden will oder nicht. Genau. Also wir nehmen das auch nicht anderen Müttern oder Familien übel, die ihre Kinder zeigen. Auf gar keinen Fall. Nein, auf gar keinen Fall. Aber wir haben einfach so für uns bestimmt, dass wir das nicht machen möchten, weil es kann, im Internet ist es gefährlich, es kann viel passieren. Klar, wir werden natürlich auch ein Bild posten, wenn wir zum Beispiel die Hand halten oder da haben sie den oder die Kleine auf dem Arm hat. Ja. Ne, aber wir werden natürlich das Gesicht verpixeln. Wir werden nicht unser Kind direkt zur Show stellen, nein. Richtig. Dann kommen wir schon zur dritten Frage. Wie hast du bemerkt, dass du schwanger wirst? Ich glaube, Regel Nummer 1, wenn man seine Tage nicht bekommt. Ja. Genau, ich war 10 Tage drüber. Und dann hat das schon bei mir abends, hatte ich 2 Abende hintereinander, dass mir schlecht geworden ist. Also ich habe gegessen und getrunken, dass mir so schlecht geworden ist, dass ich dachte, oh mein Gott, ich muss mich gleich übergeben. Aber war es eine Woche irgendwie? Keine Ahnung, war voll cringe. Ja. Und dann ja, haben wir einen Tag vor dem Frauenarzttermin einen Test gemacht. Mhm. Und der war positiv. Der war positiv. Positiv. Dann, als ich dann wirklich wusste, ich weiß nicht, ob das Kopfsache ist, als ich wirklich wusste, dass ich schwanger bin, dann hat die Übelkeit und alles richtig eingesetzt, ne? Ja. Erst dann finde ich. Ja. Richtig schlimm. So, kommen wir zur nächsten Frage. Bist du momentan sehr müde? Übelkeit? Herzlichen Glückwunsch. Ich schlafe eigentlich gefühlt den ganzen Tag. Ich bin voll müde im Moment. Ich schlafe auch voll wirklich? Früh relativ ein. Sie schläft früh ein, steht spät auf und ja, wird wieder müde. Also ja, also es ist ganz, ganz schlimm den Tag über und Übelkeit. Die ersten, also ich habe, wo wir das erfahren haben, die ersten 3 Wochen waren da echt schlimm. Und dann ging es weg. Ich dachte mir so, ja, Maschallah, ich kann wieder essen. Ja. Ja. Pustekuchen. Jetzt irgendwie habe ich wieder auch Übelkeit. Ganz schlimm, weiß ich nicht. Kommt und geht. So ist es. Wie es will. Dann komme ich schon zu einer wichtigen Frage, die echt häufig kam. Was ist mit deiner Arbeit? Altenpflege muss man ja als Berufsverbot. Ja. Ich habe in der 9. Schwangerschaftswoche mein Berufsverbot bekommen. Bevor, als ich erfahren habe, dass ich schwanger bin, bin ich natürlich trotzdem nochmal 2 Tage arbeiten gegangen. Ja. Ich hatte Spätschicht, aber ich hatte halt echt starke Schmerzen. Und da ich schon mal eine Fehlgeburt hatte, war das einfach das Risiko mir zu hoch und auch von meinen Kollegen her, weil die uns halt ein Kind wünschen und nicht wollen, dass ich mein Kind nochmal auf der Arbeit verliere. Deswegen haben die auch gesagt, versuch dein Berufsverbot zu bekommen. Und nach langem Krankschreiben haben wir es dann auch endlich bekommen. Ja. Ja, und jetzt können wir aufatmen. Jetzt kann ich zu Hause selber entscheiden oder bei mir weggehen. Okay, ich mache jetzt erstmal eine halbe Stunde eine Pause, weil ich kurz sitzen muss. Das kann man ja in der Pflege nicht. Hast du einen Notfall, da kannst du nicht dann die Bewohnerin angucken und sagen, ja, tut mir leid, ich muss mich jetzt erstmal hinsetzen. Ne? Das geht natürlich nicht. Und das ist schon zu Hause viel flexibler. Klar. Und ich bin nicht alleine. Ich bin ja, ja da. Also wenn irgendwas ist, habe ich ja noch meinen Mann. Natürlich. Das ist schon ganz gut. Ja. Wann wäre eigentlich Entbindungstermin? Am 7.8.21. Am 7.8.21. Im Hochsommer. Im Hochsommer. Ach, das wird ein Sommerkind, ey. Ich sag's dir. Ich hab der oder die wird ein Sommerkind. Wirklich Props an jede Mama, die im Sommer ihr Kind bekommt. Also generell an jede Mama, die ein Kind bekommt. Im Sommer, ich stell mir das so schlimm vor. Du bist eh schon voll am Schwitzen, am Öl. Und dann noch zu pressen und dann noch ein Kind zu bekommen. Oh, das wird hart. Kommen wir auch schon zur nächsten Frage. Macht ihr ein YouTube-Video, wenn ihr fürs Baby einkaufen geht? Da haben wir jetzt eins gedreht und das kommt am Mittwoch online. 16 Uhr, nicht verpassen. Nicht verpassen, also die Glocke aktivieren, einen Daumen nach oben und einen Kommentar. Also nicht verpassen, das wird ein cooles Video. Die nächste Frage. Wirst du Schwangerschaftsupdates machen? Also bei jedem Wochenwechsel werden wir schon so ein Update, wie, also Schwangerschaftsupdate machen.
und euch auf dem Laufenden halten, weil jede Woche ändern sich auch die Symptome und Schmerzen oder vielleicht geht mal irgendwas bergauf, anstatt bergunter. Ja. Ja, und dann werden wir euch auf jeden Fall mitnehmen. Und sie wird ja immer dicker und dicker und dicker und dicker und dicker und dicker. Und auf Instagram nehmen wir euch ja jeden Tag mit in unserem Alltag und ich bin eh gerade so eine kleine Heulsuse. Oh, nur du kleines Baby. Deswegen Leute, wenn ihr mich gefühlt nur heulen oder meckern hören wollt, checkt einfach mal Instagram ab. Mit welchen Symptomen hast du zu kämpfen? Und ist auch Übelkeit dabei? Ja, Übelkeit ist auch dabei. Jetzt gerade, seitdem ich in der 13. Woche seit ein paar Stunden bin. Heute ist ganz schlimm. Wir haben eben Essen gemacht. Ich musste mich da locker dreimal hinsetzen. Ja, ne? Ja. Dreimal und dann erstmal zwei Gläser trinken. Das ist auch ein kleines Würmchen. Ja. Werdet ihr das Geschlecht verraten? Das Geschlecht werden wir auf jeden Fall verraten, sobald wir es wissen. Ihr könnt auch raten, natürlich. Hm. Dazu wird auch ein Video kommen, wie wir es herausgefunden haben und was es wird. Und ja. Wir hoffen ja, dass bis dahin die Corona-Maßnahmen einigermaßen zurückgegangen sind, dass wir eventuell eine kleine Babyparty machen können. Yay! Also wir würden uns freuen und wenn nicht, dann machen wir es echt nur im engen Kreis, so mit Mama. Mit ihm, mit beste Freundin etc. So, Schatzi, zur nächsten Frage. Seid ihr aufgeregt wegen dem Baby? Ja. Ich bin sehr aufgeregt. Ich bin echt gespannt, was es wird, weil ich will so schon Kleidung kaufen. Ich habe voll den Drang dazu. Wenn es ein Junge wird, kaufe ich einen kleinen Anzug. So mit ja genau, mit der Fliege auch. Wenn es ein Mädchen wird, so ein schönes Kleidchen. Ja, mit so Stirnband und da es ein Sommerkind wird. So Zöpfe. Ja, das ist echt mega süß. Ja. So, und kommen wir zur letzten Frage. Es gibt zwei Teile und nächsten Sonntag kommt dann der zweite Teil dazu. Willst du stillen? Ja. Ja? Ja, also klar, inshallah klappt es. Und es verläuft alles so, wie man sich das vorstellt. Das hofft man ja immer. Aber ich will schon versuchen zu stillen. Auf jeden Fall. Nein, ich finde das irgendwie am besten so fürs Kind. Ja. Man hat auch noch die besondere Nähe so mit dem Kind. Also jetzt nicht, wenn man nicht stillen kann oder so, dass man keine Nähe mit dem Kind hat. Nein. Aber ich finde das halt schon schön. Ich finde auch, wenn man stillt, dann baut man eine eher Bindung dazu auf zum Kind. Also finde ich, denke ich mit zumindest so, dass man eine starke Bindung darauf aufbaut, weil guck mal, ich finde, es ist halt so. Also ich versuche es natürlich und klar, ich wäre sehr, sehr traurig, wenn ich nicht stillen könnte, aber ich wäre jetzt auch nicht so, oh nein, schade, ich kann nicht stillen, bla. Ja. Ich meine, wir ernähren trotzdem unser Kind. So ist es, so ist es. So, ne, nein, aber es wäre natürlich schön. Erstmal abwarten, in 7 Monaten wissen wir mehr. Richtig. So, und wenn euch dieses Format gefallen hat, dann gebt gerne einen Daumen nach oben und schreibt einen Kommentar unten rein und lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke. Dann bis zum nächsten Mal.